Hallo, herzlich willkommen. Wir senden live vom Parteitag der Partei Die Linke in Bonn. Der Parteitag ist gerade zu Ende gegangen. 3 Tage haben hier 580 Delegierte und 500 Vertreterinnen und Vertreter intensiv diskutiert über Europa, über die Europäische Union. Und sie haben die Kandidierenden zum Europaparlament gewählt. Und die beiden Spitzenkandidatinnen stehen neben mir. Es sind Martin Schirdewan und Özlem Alif Demirel. Hallo. Hallo. Ich weiß nicht, wie viele bei dem schönen Wetter zugucken. Ich hoffe, es sind viele. Denn wir stellen euch die beiden noch mal ein bisschen vor, ganz persönlich. Vielleicht sind Fragen dabei, die ihr so auch gestellt hättet. Mich würde jetzt erstmal interessieren, wie war der Parteitag? Seid ihr zufrieden? Seid ihr kaputt? Um ehrlich zu sein, ja, ein bisschen kaputt sind wir schon. Vor allen Dingen, weil ich ja mit einer Erkältung, mit einer starken Erkältung in den Parteitag gestartet bin. Aber ich bin doch sehr zufrieden. Ich finde, wir haben ein super Wahlprogramm beschlossen. Und ja, so ein Wahlprogramm-Parteitag ist manchmal anstrengend, weil man streitet um Worte oder man hat viele Änderungsanträge. Es waren auch diesmal sehr viele Änderungsanträge, aber auch viele gute Beschlüsse im Programmparteitag. Und dann hatten wir ja im Anschluss die Vertreterinnenversammlung. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis, was Martin und ich haben. Wir sind ja als Linke eine lebendige Partei. Bei uns sind nicht irgendwie 100% Ergebnisse so gang und gäbe. Übrigens ist das auch nicht immer gut, 100% Ergebnisse zu haben. Aber im Verhältnis dazu bin ich sehr zufrieden, wie stark wir eine Rückendeckung von der Partei mitbekommen haben. Wir haben eine super Liste aufgestellt, die vielfältig ist. Und ich bin frohen Mutes. Ich finde, der Europawahlkampf kann jetzt richtig losgehen. Der Europawahlkampf geht im März wahrscheinlich los bei den anderen Parteien. Ab Mitte April wird es dann richtig heiß. Worauf müssen wir uns einstellen? Welchen Wahlkampf macht die Linke? Wir werden so hoffe ich doch, und das Programm gibt das her und die Kandidierenden sind ganz toll. Wir werden einen sehr lebendigen Wahlkampf erleben. Wir werden sicherlich auch mit vielen überraschenden Aktionen auf uns aufmerksam machen. Und Özlem und ich, ach, wir funktionieren als Duo total gut. Wir kennen uns seit ein paar Jahren politisch und auch persönlich, und das läuft hervorragend. Und ich glaube, ihr könnt euch auf uns freuen und wir freuen uns auf euch in diesem Wahlkampf. Martin, du bist ja schon länger im Europäischen Parlament. Worauf muss ich denn Özlem einstellen? Was sind so die Sachen, wo man sagt, das ist ein totales Fettnäpfchen, da darf man auf keinen Fall reintreten? Was sind so die spannenden Sachen, worauf kann Özlem sich freuen? Die Arbeit ist ja doch echt ein bisschen unterschiedlich zum Bundestag. Erzähl mal ein bisschen, wie so, es da so läuft in Brüssel. Erstmal muss man wissen, dass das Europäische Parlament viel mehr Sitzungswochen zum Beispiel hat als der Bundestag. Also wir haben so ungefähr 40 Sitzungswochen, schätze ich, auch im kommenden Jahr wieder. Also kannst du dich darauf einstellen, das ist Knochenarbeit. Aber sie macht Spaß, weil du sie natürlich in einer tollen Delegation machen wirst, in einer tollen Fraktion, die linke Fraktion. Die Fraktion im EP umfasst derzeit gut 50 Leute. Ich hoffe, dass wir das nächste Mal stärker werden als Europäische Linke. Das ist klar unser Ziel als Deutschlinke, aber auch klar unser Ziel, für die Europäische Linke stärker zu werden. Und ja, was ist das Besondere am Europäischen Parlament? Natürlich das internationale Arbeitsumfeld, ist ja klar. Da sind aus allen 28 Mitgliedstaaten Abgeordnete und aber auch dann deren Mitarbeiter. Und auch in der Verwaltung arbeiten ganz viele internationale Leute. Wir haben ja auch immer eine Simultanübersetzung bei den Sitzungen. Also man kann auf Englisch oder Französisch reden, aber man kann auch auf Deutsch dort reden. Und dann wird das praktisch für alle anderen noch übersetzt. Also es ist ein ganz spannendes internationales, aber vor allem hochpolitisches Arbeitsumfeld. Und wir müssen uns auch auf heftige Auseinandersetzungen einstellen, weil ich meine, es steht zu befürchten, dass die Rechten ja wahrscheinlich auch an Kraft gewinnen bei diesen Wahlen in einigen Ländern. Wir werden versuchen, das in Deutschland zu verhindern, klar. Und das werden heftige Auseinandersetzungen werden in Zukunft mit denen. In der Kampf um die Verteidigung von Demokratie, aber auch im Durchsetzen von sozialen Rechten, von Arbeitnehmerinnenrechten im Europäischen Parlament. Aber wir beißen da nicht auf Granit und uns schon gar nicht die Zähne aus, sondern wir wissen, uns da durchzusetzen. Das wäre meine Frage, weil es ist natürlich irgendwie alles bunt und international. Und zugleich hast du im Europäischen Parlament auch wirklich handfeste Rechtsextreme sitzen. Viktor Orban ist Teil der Fraktion, in der auch die deutsche CDU sitzt. Was tut denn die Linke gegen den Rechtsruck und was sind eure Ideen sozusagen? Wie wollt ihr in Brüssel im Rahmen eurer Möglichkeiten und auf der Straße und in Bewegung sozusagen den Rechtsruck stoppen? Und was sind eure weiteren Projekte?
Also ich kann jetzt nicht aus der Erfahrung aus Brüssel und Straßburg berichten, wie es ist mit den rechten, extrem rechten und gar faschistischen Gruppierungen und Parteien und Fraktionen im Europaparlament. Es sind aber eine Menge und die Gefahr droht ja tatsächlich, dass sie vielleicht sogar noch gestärkter in das Europaparlament einziehen. Ich fände das fatal. Ich fände das fatal, wenn rassistische Kräfte, wenn nationalistische Kräfte stärker werden. Doch die Wahrheit ist auch, dass die Politik der Europäischen Union, die in den vergangenen Jahren auch stark auf Abschottung gesetzt hat, die stark auf Migrationsbegrenzung gesetzt hat und die tatsächlich auch Menschen an den europäischen Außengrenzen quasi ertrinken lassen hat und auch dem Tode gegenübergestellt hat, dass diese Politik die Rechten begünstigt hat. Und deshalb sagen wir als Linke, gerade auch um nationalistische und rassistische Kräfte einzuschränken, ist es für uns wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass die Europäische Union die Verantwortung hat, eine humane Migrationspolitik zu gestalten. Wir wollen da in die Offensive gehen. Wir wollen uns nicht mehr von rechten Parteien vorschreiben lassen, wie man Migrationspolitik zu gestalten hat. Und die Wahrheit ist ja auch in dem Zusammenhang, wenn über Geflüchtete geredet wird, dass immer wieder geschwiegen wird über Fluchtursachen, Handelspolitik, die europäische Handelspolitik, Waffenexportpolitik. Das waren ja immer Gründe oder sind Gründe, warum Menschen immigrieren müssen. Und übrigens ist der Klimawandel auch ein wesentlicher Faktor, welches in Zukunft noch stärker zu Fluchtbewegungen beitragen wird. Das heißt, wir wollen dagegen Akzente setzen, wir wollen es offensiv machen, wir wollen es lebendig machen. Und ich finde ja schon, dass es eine Schwäche war, in den letzten 2 Jahren da ein bisschen abzuwarten, da irgendwie nicht offensiv gegen die Rechten vorzugehen. Wir haben es gemacht, aber wir werden es noch stärker machen, wir werden es vehementer machen. Ich glaube, es ist auch wichtig, sie sind frech und wir sind aber lebendig dagegen. Ja. Wenn ich ganz kurz nur eine Sache ergänzen möchte, wenn das darf. Also vor kurzem, vor circa 2 Wochen, sind ja durch Budapest mehrere tausend Neonazis aus ganz Europa marschiert. Und da waren auch viele Hunderte aus Deutschland dabei, das wissen wir ja mittlerweile. Und die können in Ungarn, im Gegensatz zu Deutschland, auch ganz offen die Symbole zum Beispiel der SS tragen und so. Das haben die da auf den Straßen auch gemacht. In Deutschland ist das verboten, also Symbole des Nationalsozialismus öffentlich zu tragen oder eben auch Slogans, also Propaganda in dem Sinne zu betreiben. Aber es gibt noch kein Verbot auf europäischer Ebene. Das heißt, in anderen Ländern ist das möglich, zum Beispiel in Ungarn. Und wir diskutieren auf europäischer Ebene darüber zu einem Verbot. Und ich bin eigentlich gar kein Freund von Verboten also an sich, aber da finde ich es absolut richtig, zu einem Verbot von Nazi-Slogans und Nazi-Symbolen zu kommen auf europäischer Ebene, dass das eben auch strafbar ist, dass das eben nicht mehr passiert, dass tausende Leute in SS-Uniformen durch Budapest marschieren können. Das ist doch ätzend und dagegen muss man natürlich was tun. Du hast auch das Thema Klimaschutz angesprochen. Hier beim Parteitag war das ja sogar eine große Debatte darüber, soll man sogar früher aus der Kohle aussteigen, als es der Parteivorstand vorgegeben hat. Wie war da die Entscheidung und was sagt das so ein bisschen über die Linke? Die Linke wird von vielen fälschlicherweise immer noch irgendwie nicht mit Klimaschutz in Verbindung gebracht oder dann heißt es immer, wollen sie den Grünen nacheifern. Vielleicht sagt ihr was zu den klimaschutzpolitischen Zielen, die hier verabschiedet wurden und wie ihr das seht auf europäischer Ebene. Ja, wir wollen den Grünen nicht nacheifern, wir sind den Grünen voraus. Und dass der Parteitag hier ganz spannend diskutiert hat, wann wir einen Kohleausstieg realisieren wollen auf europäischer Ebene, das ist ja eigentlich nur ein Zeichen darum, dass wir uns wirklich Sorgen um den Klimawandel machen, dass wir das mit dem Klimaschutz ernst meinen als Linke. Und ich finde, dass die Entscheidung, die der Parteitag gefällt hat, dass wir einen europaweiten Kohleausstieg 2030 fordern, genau richtig ist, weil man muss natürlich den Druck aufrechterhalten. Der Kohlekompromiss der Bundesregierung ist ja auch ein fauler Kompromiss mit der Jahreszeit 2038. Wir fordern natürlich ein Abschalten der schmutzigsten Miner sofort, aber wir wissen auch gleichzeitig, dass es darum geht, Sicherheit für die Menschen zu schaffen, die in der Braunkohle arbeiten. Also die soziale Frage spielt bei uns immer eine ganz entscheidende Rolle und dieser Ausstieg aus der Kohleenergie, der wird nur mit den Leuten vor Ort zu gestalten sein und das wollen wir entsprechend angehen. Aber Özlem hat da als Kandidatin aus NRW auch viel zu sagen. Also vielleicht noch mal ergänzend dazu, was ich entscheidend finde. Ja, wir wollen noch schneller aussteigen und wenn man sagen möchte, auch schneller als die anderen Parteien und als die Kohlekommission es vorgeschlagen hat, weil tatsächlich die Kohlekommission ja auch zum Teil von Lobbyvertreterinnen aus der Kohleindustrie, aus der Energieindustrie mit auch
Teil dessen war. Was ich aber noch wesentlicher finde als nur die Debatte über die Zeit oder den Zeitpunkt, wann es vollzogen werden muss, ist, dass es jetzt sofort beginnen muss. Der Ausstieg muss jetzt sofort steigen und fortgeführt werden. Und wir müssen die schmutzigsten 20 Meiler in den nächsten 2 Jahren wirklich jetzt endlich rausnehmen, wenn wir wirklich ernsthaft die Luftverschmutzungswerte einhalten wollen, die Grenzwerte einhalten wollen, wenn wir unsere Umwelt nachhaltig schützen wollen. Und natürlich ist es so, dass im Moment der ökologische Wandel, der Klimawandel immer auf Kosten von Beschäftigten diskutiert wird oder auch auf Kosten von Konsumenten. Und wir als Linke sagen auch da, nein, das machen wir nicht mit. Das ist so ein Quatsch. Die Preise müssen nicht automatisch steigen und die Beschäftigten müssen nicht ins Leere fallen. Wir wollen soziale Garantien für die Beschäftigten haben. Das ist ganz wichtig. Aber wir sagen auch, dass die Preise nur dann steigen oder vor allen Dingen dann steigen, wenn es große Energiekonzerne sind, die sich daran dumm und dämlich verdienen. Und deshalb wollen wir auch eigentlich unsere komplette Energieversorgung anders gestalten. Wir wollen sie demokratischer gestalten. Wir wollen sie dezentraler gestalten und unsere Umwelt nachhaltig schonen. Vielleicht noch einen letzten Satz zu dem Thema, weil ich das auch sehr wichtig finde. Und das ist auch europäische Politik. Wir müssen, auch wenn wir unsere Umwelt nachhaltig schonen wollen, mehr auf die Schiene setzen. Mehr wirklich den Schienenverkehr, den Öffentlich-Personennahverkehr ausbauen. Da kann die Europäische Union wesentlich mehr tun, als sie es in den vergangenen Jahren gemacht hat. Wer wirklich die Umwelt nachhaltig schonen möchte, der sollte nicht die Automobilindustrie immer wieder verschonen, sondern sollte tatsächlich auf kollektiven Verkehr, sprich Bus und Bahn und Züge setzen. Mhm. Wir kommen langsam zum Ende. Mich würde trotzdem noch interessieren, was so die drei, jetzt ein bisschen sozusagen aus der Hüfte raus, was sind die drei Projekte, die dir am meisten am Herzen liegen, beziehungsweise die ihr jetzt als Linke quasi in Angriff nehmt in Europa? Also, ich möchte, dass wir einen armutsfesten Mindestlohn in Europa haben, in allen europäischen Mitgliedstaaten, weil es darum geht, dass die Leute nicht mehr in Armut leben müssen. In vielen Regionen ist das leider der Fall derzeit und da müssen wir ganz entschieden gegen kämpfen. Jeder muss ein gutes Leben in der Europäischen Union. Jeder und jede muss ein gutes Leben in der Europäischen Union führen dürfen. Dafür brauchen wir aber auch Steuergerechtigkeit. Dafür müssen auch die Mittel da sein. Es ist eine Riesensauerei, dass Apple im Jahr, zum Beispiel Apple, im Jahr 2014 nur 50 Euro Steuern auf 1 Million Gewinn zahlen muss. Das sind 0,005%. Das ist unglaublich. Da zahlt wirklich jeder, ihr zahlt alle mehr, wir zahlen alle mehr und so weiter. Ist auch egal. Aber dieser Riesenkonzern, der die größten Gewinne sozusagen in diesen Jahren eingefahren hat, musste halt nichts zahlen. Zum Nulltarif erledigen die ihre Geschäfte. Und das muss geändert werden. Wir müssen für Steuergerechtigkeit sorgen in der Europäischen Union. Und dann gelingt es uns auch, dritte Forderung, zum Beispiel einen entschlossenen Klimaschutz umzusetzen, so wie Özlem ihn gerade auch beschrieben hat. Also wir sind ja Kandidaten derselben Partei, deshalb haben wir natürlich die gleichen Ziele. Martin hat drei wesentliche genannt. Ich finde es immer schade, wenn man uns fragt, was ist das Einzige, was du dir aussuchen kannst? Weil ich finde schon, dass wir eine Bandbreite an Themen haben und dass es viele Themen gibt, die wichtig sind. Egal ob im Bereich Digitalisierung, Umweltschutz, egal ob im Bereich Soziales oder die verschiedenen Themen, Gleichstellungsfragen. Wenn ich das noch ergänzen kann, natürlich als Gewerkschafterin ist für mich ein Herzblutthema, wirklich Mindestlöhne zu schaffen, von denen Menschen leben können. 60% fordern die Gewerkschaften vom Medianeinkommen. Das heißt, das ist der mittlere Durchschnittseinkommen. In Deutschland wären es mindestens 12 Euro. Wir wurden da in unserer Forderung als Linke bestätigt. Und ich finde, es ist endlich an der Zeit, Löhne zu geben, Menschen Löhne zu zahlen, von denen sie leben können und auch später eine gute Rente haben. Das vielleicht noch rausgreifen. Und ein wesentliches anderes Thema oder weiteres Thema, was Martin nicht genannt hat. Im Moment wird aufgerüstet in der Europäischen Union. Es wurde ein europäischer Verteidigungsfonds eingerichtet, ein Milliardenprojekt für große Rüstungslobbyarbeit werden Rüstungsprojekte gefördert. Die Rüstungsindustrie kriegt noch mehr Geld, als ob sie nicht schon genug Geld verdienen würde mit ihren Waffenexporten. Das finden wir falsch und dieses Geld fehlt an anderer Stelle. Dieses Geld fehlt für soziale Projekte, für regionale Förderprojekte und das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen keine Militarisierung, wir wollen Diplomatie in der Außenpolitik der Europäischen Union durchsetzen und wir wollen Investitionen in eine Daseinsvorsorge für alle Menschen. Ihr habt viel vor, das finden wir gut, wir freuen uns auf euch. Das war nicht das letzte Mal, dass wir voneinander gehört haben. Euch allen einen schönen Sonntag, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao. Tschüss.